In diesem kleinen Video sehen wir uns auch eine Systemeinstellung an, die Auswirkungen auf das Verhalten der Kasse hat. Unter Administration Systemeinstellungen finden Sie in der Karteikarte Verkauf die Karteikarte Leistungsmerkmale. Hier finden wir die Option Grund bei Preisreduzierung erzwingen. Was das ist, zeige ich Ihnen. Okay. Wir gehen jetzt einfach mal her und wollen irgendwas verkaufen. Was können wir verkaufen? Verkaufen wir einen Monitor. Okay, wir verkaufen den Monitor. Nun sagen wir, pass mal auf, wir machen dem Kunden einen Sonderpreis, weil der Kunde sagt, hey, der ist beschädigt, das ist zweite Wahl, da ist ein Kratzer drin, da ist der Reißverschluss nicht richtig angenäht, wie auch immer. Oder der Mitbewerber hat es zu dem Preis momentan. Also es kann verschiedene Ursachen und Gründe haben, dass sie sagen, okay, ich gebe das ein kleines bisschen billiger. Nun klicken wir auf Übernehmen. Wir sehen nun, dass wir einen Originalpreis von 3,99 hatten und nun für 3,50 den Artikel letztendlich an den Kunden abgeben. Wir können nun auf Bezahlen klicken und schließen den Vorgang ab, also den Kassiervorgang ab, indem wir die dementsprechende Zahlungsmodalität wählen und den Zahlbetrag eingeben. Wir sehen nun bei den Auswertungen, wo haben wir es? Bewegungsübersicht. Und hier wählen wir einfach mal Kasse Preisänderungen aus. Damit wir nur die Preisänderungen sehen, natürlich können wir auch mit Datum und Zeug Zeitraum auswählen, ist egal. Da sehen wir hier, dass wir eine Preisänderung für den Monitor von 3,99 auf 350 Euro hatten. Also ist alles protokolliert. So, das macht natürlich auch Sinn, diese Protokollierung. Für diejenigen unter Ihnen, die sagen, so ein Schmarrn, warum muss das alles, also das war jetzt bayerisch, bitte verzeihen Sie, so ein Unsinn. Warum muss das alles protokolliert sein? Ganz einfach. Der wichtigste Grund ist der, dass unser Gesetzgeber das so haben will und das auch fordert. Das heißt, unser Finanzamt will sehen, was wird eventuell reduziert. Damit Sie, wenn Sie nicht immer permanent vor Ort sind, auch im Nachhinein, also das heißt nach 5 oder nach 10 Jahren immer noch wissen oder reproduzieren wollen, ja warum habe ich denn den Artikel günstiger gemacht, gibt es diese Option, einen Grund mit anzugeben. Und das machen wir jetzt in den Systemeinstellungen, gehen wir nun ebenfalls Karteikarte Verkauf, Leistungsmerkmale, Grund bei Preisreduzierung erzwingen. Wir setzen dieses Häkchen. Wenn wir nun einen Artikel verkaufen, ich nehme jetzt mal hier die Festplatte, die superschnelle Festplatte, die kostet 45 Euro und jetzt mache ich einen Sonderpreis und sage ich, du Kunde kriegst es für 40 Euro. Jetzt ist es so, jetzt haben Sie ein Fenster, aus dem Sie nicht mehr rauskommen. Es gibt hier keinen Abbrechen-Button. Denn Sie haben gesagt, ich will eine Preisreduzierung machen und Sie haben auch einen Preis eingegeben. So, jetzt will die Barbie wissen, warum Benutzer hast du das gemacht. Das heißt, für Sie oder für einen Prüfer ist es im Nachhinein oder später reproduzierbar, warum hier eine Preisreduzierung gemacht wurde. Sie haben insgesamt 10 verschiedene Möglichkeiten, Preisreduzierungen einzugeben. Genauer gesagt 9. Hier sind schon mal solche Buttons vordefiniert, ja, und Sie haben auch eine freie Eingabe. Sie können natürlich auch die Gründe angepasst auf Ihr System und auf Ihre Ware oder auf Ihr Warensortiment individualisieren, indem Sie auf den Button mit den drei Pünktchen klicken. Und hier können Sie sagen, keine Ahnung, da können Sie Ihre Gründe eingeben. Sie geben dann den nächsten Grund ein. Maximal 9 Gründe stehen Ihnen hier zur Verfügung. Wir klicken auf Sichern. Jetzt nehme ich hier mal, sage einfach mal zweite Wahl. Oder Sie sagen hier freie Eingabe, wie auch immer. Ja? Okay, ich sage jetzt hier mal zweite Wahl und sage übernehmen. Nun haben wir diese Preisreduzierung durchgeführt. Und wir machen das jetzt einfach mal. Und ich schaue mir den Bon jetzt an. In der Bonkopie ist auch nun protokolliert, dass Sie eine Preisreduzierung mit dem Grund zweiter Wahl durchgeführt haben. Des Weiteren finden Sie in den Systemen, also in den Auswertungen, in der Bewegungsübersicht, wo haben wir es? Hier. Ich sage hier Preisänderungen, die will ich sehen. Dass wir hier eine Preisreduzierung hatten von der Festplatte von 45 auf 40 mit dem Grund zweite Wahl. Somit ist für Sie oder für einen Prüfer im Nachhinein, also das heißt in die Vergangenheit hinein gewährleistet, damit Preisreduzierungen auch protokolliert sind, das heißt reproduzierbar sind. Ob Sie diese Funktionen, das obliegt allein Ihrer Entscheidung. Wenn Sie sagen, nee, das ist bei mir so, weil ich halt viel mit Mitbewerbern verglichen werde oder wie auch immer, dann können Sie diese Option natürlich ausschalten.
Wir empfehlen Ihnen, diese Option einzuschalten, damit Sie und auch ein Prüfer es mal leichter bei Prüfungen oder bei Reproduzierungen haben. Denn selbst wenn Sie persönlich nicht immer im Geschäft vor Ort sind, ist es für Sie eine tolle Kontrolle, warum ein Mitarbeiter ständig Artikel reduziert. Und wenn der Mitarbeiter zum Beispiel immer sagt, hey, der Artikel ist beschädigt, dann könnte das rein theoretisch für Sie ein Indiz sein, dass hier unter Umständen etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. An dieser Stelle möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wir sehen uns wahrscheinlich im nächsten Video.